Immer wieder, liebe Schwestern und Brüder, schiebt der Evangelist Lukas in seiner Apostelgeschichte kurze Zusammenfassungen, sogenannte Summare, ein. Heute haben wir eines davon gehört. Jene Stelle, die uns vielleicht so merkwürdig anpackt, wenn wir hören, wie toll das war. Alle ein Herz und eine Seele. Nun ist Lukas ehrlich genug, dann im Laufe der Entfaltung der Apostelgeschichte auch die Konflikte nicht zu verschweigen. Aber was Lukas hier schreibt, das finden wir möglicherweise in den Verhaltensmaßregeln auch woanders. Das ist nicht unbedingt genuin nur christlich. Das ist im Grunde genommen eine Freundschaftsethik, die auf den großen Aristoteles zurückgeht. Aber was hier auffällt, mittendrin, mit großer Kraft, legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Also wenn wir danach suchen, was ist sozusagen speziell christlich in dem, dann ist es immer die Verkündigung der Auferstehung Jesu mit großer Kraft. Und das erst gibt dem anderen, was man durchaus auch in anderen Kulturen oder in anderen Ethiken findet, eine ganz, nicht nur eine Färbung, sondern überhaupt erst den rechten Sinn. Das andere kann sonst wie eine leere Hülle sein. Das ist die Anfrage nicht nur an unsere Zeit, ob die Kraft erlahmt ist, von der Auferstehung Christi zu sprechen und sie zu verkünden. Ich glaube, es ist eine sehr berechtigte Frage. Nachdem wir viele hören, viele schreiben das, dass die Auferstehung Christi lediglich ein Bild sei. Ich bin nicht ganz sicher, was ein Mann wie Paulus gesagt hätte, wenn man ihm das versucht hätte klarzumachen, dass er einer bildlichen Rede hinterherläuft, sein Leben dran gibt für ein Bild. Nein. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Und wir können durchaus auch fragen für unser eigenes Leben, was heißt denn das dann, Auferstehung des Herrn, und mit großer Kraft dafür Zeugnis ablegen? Es heißt doch genau das, dass wir den ernst nehmen, der wirklich und wahrhaft Sieger über Sünde und Tod ist. Das hat eine Kraft für unser eigenes Leben. Kraft für das Sterben des Christen. Kraft für den Umgang mit dem Tod. Und, nicht zu vergessen, Kraft für den Umgang mit der Sünde, auch mit der eigenen Sündhaftigkeit, gegen die wir ankämpfen müssen, aber nicht nur aus einem moralischen Impuls heraus, sondern aus der Gewissheit, dass die Sünde ein für allemal besiegt ist, wenn wir uns nur an dem festhalten, und zwar mit aller Kraft, der Sieger über die Sünde ist. Durch nichts und durch niemand sollten wir uns davon abbringen lassen. Und wenn wir auch manchmal dem Ideal, das uns Lukas hier schreibt, hinterherhecheln, da wo wir leben, da wo wir manchmal auch streiten, müssen wir uns immer fragen, hat die Kraft der Auferstehung genug Raum? Und ist unser Kampf gegen die Sünde und gegen die Strukturen des Todes stark und engagiert genug?